So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Omega Ruin Banger Log Parts mit mir im Regi. Und vielleicht hört man es jetzt gerade, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ihr es nicht hört, dann ist es umso besser, denn ich bin... Ja, das solltet ihr jetzt eigentlich nicht hören, das war ein Golbert. Aber, ja, ich bin leicht angeschlagen. Ja, ich habe mir, glaube ich, irgendwie ja, so einen leichten Schnupfen, eine leichte Erkältung zugezogen. Kursiert gerade hier im Hause Bang ein bisschen rum. Mein Vater hat es nach Hause gebracht, der hat es erstmal meiner Mutter weitergegeben und irgendwie hat es mich jetzt auch getroffen. Das ist irgendwie uncool, weil ja, heute oder gerade gestern war ja ein besonderer Tag. Ja, der eine oder andere hat es zum Glück mitbekommen. Denn gestern war natürlich... Habe ich das richtig gemacht? Nee, das war nicht richtig. Das war total falsch. Was habe ich da gemacht? Oh mein Gott! Ich habe dieses Rätsel hier gefällt, das ja eigentlich total einfach ist. Naja, egal. Gehen wir halt mal raus und resetten das Ganze und gehen wieder rein. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich muss den Stein... Wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Ich schieb den auf jeden Fall so da rein, dann schiebe ich den nach unten, gehe so da hoch und mach den hier. Ja, easy. Ja, jetzt habe ich aber diesen rechten Stein nicht, das stört mich. Ich bin jemand, ich stehe für Symmetrie, ja, das heißt, ich muss jetzt hier nochmal den Raum resetten und dann nochmal den anderen Stein verschieben, damit es halt auch wirklich symmetrisch ist. Wenn es nicht symmetrisch ist, ja, da habe ich ein Problem damit. Mann, ich meine, ich werde diesen Ort jetzt sowieso nicht ein zweites Mal wieder sehen, weil, ha, wann spiele ich denn jemals wieder diesen Speicherstand? Ich weiß es nicht, aber gut. Jedenfalls war gestern ja die GPL und ich wollte eigentlich gestern einen Banger-Spot hochladen. Ich habe es aber echt nicht geschafft, weil der Draft-Stream ging 5 Stunden, Leute. Holy shit, wir haben um 12 oder so angefangen. Streng genommen sogar früher, weil wir früher bereit sein sollten, ja. Und der Stream ging tatsächlich bis 17 Uhr. 17 Uhr, Alter. 5 Stunden sind das. Und ja, ich habe es natürlich in diesen... Oder ich habe es danach nicht mehr geschafft, irgendwie Bangerspot hochzuladen, weil... Ja, es ist viel zu krass, ne? Es wäre auf jeden Fall viel zu krass gewesen. Es war vor allen Dingen auch viel zu krass. Und deswegen... Ne, habe ich mir erstmal eine Auszeit gegönnt und mir ging es gestern halt eh nicht gut. Ich habe nicht so viel geschlafen gehabt und ich habe das... Und ihr kennt das ja, ne? In so einem Krankheitsfall... Man hat so, also man merkt so langsam dieses Gefühl, dass man tatsächlich krank wird, ja. Und das hatte ich dann halt gestern. Deswegen habe ich so gesagt, ey, weißt du was? Nee, Mann, du bringst keinen Banger-Spot raus. Und heute ist es dann wirklich so, ja, hat so wirklich so angefangen. Ich kann vom Glück reden, dass ich dann gestern angefangen habe, schon mal was dagegen zu nehmen. Ich habe mir gestern vorm Schlafengehen noch eine Aspirin-Tablette reingeschmissen, heute Morgen auch wieder eine. Das heißt also, ich fühle mich noch relativ in Ordnung. Aber die Devise ist vor allen Dingen... Ausruhen. Ja, ausruhen ist wichtig. Und, Groudon, das geht hier ab. Und ich will mich auch vor allen Dingen auch ausruhen. Und ich werde mich auch ausruhen, das ist klar. Deswegen bringe ich heute auch wieder keinen Banger-Spot. Ich hoffe, dass ich ihn dann morgen bringen kann. Aber ich verspreche nichts, Leute. Ja, ich bringe auf jeden Fall jetzt das tägliche Projekt, was ich auf jeden Fall bringe. Alles andere ist ja jetzt noch so zusätzlicher Bonus. Ich meine, ich werde heute trotzdem noch streamen. Weil zumindest den wichtigsten Stream, oder mit einem der wichtigsten Streams der Woche, den kann ich ausfallen lassen. Das ist nämlich der Zuschauer-Stream-Battle. Der natürlich dann auch am meisten Interaktion mit euch hat, deswegen. Nope. Und ich habe mir heute eine schöne Challenge überlegt, das heißt, ihr solltet auf jeden Fall vorbeischauen. Es geht nämlich um so einiges, ja. Keine Sorge, es lohnt sich. Also vorbeischauen ist definitiv Pflicht, sag ich an dieser Stelle. So, was geht ab bei dir, Marc und Adrian? Ausgezeichnet. Ja, was ist ausgezeichnet? Du hast jetzt diesen komischen Typen da erwächst. Und zwar Groudon, holy man, das urzeitliche Pokémon Groudon. Sieh nur, ich habe das glühende, heiße Meer aus Lava vermag es aus seinem Schlaf zu reißen. Welch mächtige Kreatur. Sie sieht so gut aus, diese ganzen Kamerafahrten und wie Groudon da in der Lava hockt. Oh, der will sich sogar Proto-Groudon aneignen. Was geht hier ab? Und er erzählt irgendwas von einer Mega-Entwicklung, aber wir alle wissen, es ist keine Mega-Entwicklung, sondern eine Protomorphose. Aber jetzt geht's hier um die Wurst. Wir müssen jetzt nämlich das allerletzte Mal gegen den lieben Mark antreten, ja? Da ist er. Team Magma Boss Mark. Alright. 4 Pokémon hat er. 4 Pokémon. Okay, 4 Pokémon. Interessant. Ich bin gerade überlegen gewesen, was für 4 Pokémon er hat. Aber eins von denen ist auf jeden Fall erstmal Magnaion. Und oh, der Hintergrund sieht richtig, richtig nice aus. Magnaion. Können wir gegen Magnaion drin bleiben? Wir versuchen es mal und drücken jetzt hier einfach mal die Ampelleuchte und schauen, wie viel Schaden wir damit machen. Oh, Lanthorn. Top-Pokémon. Ich hatte ja letztes Season in der GPL dabei und ich kann sagen, Lanthorn ist auf jeden Fall ein sehr unterschätztes Pokémon. Es kann Wasserabsorber, also H2-Absorber und es kann Voltabsorber.
Heißt also, man kann mit diesen beiden Moves eine Menge toller Sachen anstellen. Und deswegen kann ich dieses Pokémon eigentlich wirklich nur vielen ans Herz legen. Es ist sehr unterschätzt. Ich habe keine Ahnung, was in den Loren hier zu suchen hat. Es kann Vitalglocke, ja, es kann das Team damit supporten. Und ach, ich mag es einfach, ja. Landturm ist schon ein Top-Pokémon. Okay, Smogmog ist das nächste Pokémon, was hier reingewechselt wird. Das hat er in den Originalspielen zum Beispiel nicht gehabt. Okay, Smogmog. Wie gehen wir jetzt hier am besten vonstatten? Ich würde sagen, ich drücke einfach mal Ladungsstoß. Oh, come on. Don't do it. Ich meine, wir haben ein Plus-Verteidigungswesen. Oh mein Gott! Als die Leiste da die ganze Zeit so schnell wie möglich runterging, habe ich für einen kleinen Moment echt die Hoffnung aufgegeben, ja? Weil es ist eine fucking Explosion. Auch obwohl Explosion, ja, nicht mehr ganz so stark war wie in früheren Spielen. Oder nicht mehr ganz so stark ist wie in früheren Spielen, ist das hier immer noch ganz, ganz knapp gewesen. Heiliger Bimbam. Okay, X-Bart. Was machen wir gegen X-Bart? Normalerweise würde ich hier gerne mit Latanik drin bleiben. Aber erstens, wir sind schon 3 Runden drin. Das heißt, wenn wir jetzt einmal angreifen, Endofinito. Und zweitens, wir haben nur noch 8 HP. Das heißt, Latanekto ist diesen Kampf eigentlich eher nicht mehr zu gebrauchen. Wir wechseln deswegen. Ich brauche Roman Reigns für seinen Kammerupt. Ich würde sagen, wir könnten auf Hasi wechseln. Hasi oder Skullman? Wir wechseln eher auf Skullman. Ja. Ich will nämlich vorher mal Irrlicht auf dieses X-Bart bekommen. Oh, das könnte echt ein interessanter Kampf werden. Oh, das ist echt ein interessanter Kampf. Gerade wenn wir da auch noch ohne Verluste durchkommen wollen. Also die Ausrede von wegen, ja, die Kämpfe sind hier viel zu einfach. Das gilt hier, glaube ich, für diesen Kampf gerade nicht. Okay, da kommt die Akrobatik. Wie Schaden macht denn die Akrobatik? Critical Hit! Okay, also dieses X-Bart hat kein Item. Das heißt, diese Akrobatik macht massiven Schaden. Aber das ist kein Ding, weil wir die Verbrennung drauf bekommen. Oh Mann, aber der Crit war trotzdem blöd. Ah, der Crit war richtig blöd. Weil dank des Crits ist jetzt Skullman für diesen Kampf auch futsch. Es sei denn, wir wollen Skullman sterben lassen. Wir könnten Tracy notfalls als Opfer reinschicken, aber... Nee, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf Roman Reigns zu wechseln. Ja, ich meine, der X-Bart ist verbrannt. Das heißt, es sollte gar nicht mehr so krass Schaden machen. Egal, was es benutzen wird. Flügelschlag, Giftzahn, whatever. Selbst eine Akrobatik sollte nicht mehr allzu viel Schaden machen. Gerade jetzt nach dem Rohr. Okay. Ja klar, wenn man natürlich alles kurz und klein crittet, ne, dann gilt das nicht. Du wisst ja was. Es reicht. Zeit für Roleplaying. Pua. Zack. Zack. Bam. Der neue Power Ranger Film kommt ganz nebenbei raus diesen Monat, ne? Meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen trashy, aber Power Rangers halt, ne? Die haben auch immer diese coolen Posen gemacht. Okay, Roman Reigns, let's do this. Ich glaube, als Mega-Shrimp sollten wir dieses X-Bar vielleicht sogar rausnehmen können. So, Akrobatik kommt jetzt nochmal. Aber wir sind jetzt auch noch in der Mega-Entwicklung. Das heißt, wir haben nochmal diversen Bulk zusätzlich auf unser Garados drauf bekommen. Mit Bedrohung und so weiter und so fort. Macht natürlich die Akrobatik von dem verbrannten X-Bart wohlgemerkt kaum mit richtigen Schaden. So, Skullman erreicht Level 45, ist damit Teamleader. Das ist ja krass. Und jetzt kommt Kamerupt. Und jetzt geht der Battle der Mega-Pokémon los. Das Battle der Mega-Pokémon, Verzeihung. Kamerupt, wahrscheinlich Mega gegen Mega Roman Reigns. Und das Ding ist, oh, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Ja, ich habe die Mega-Wege vollzogen. Das heißt, wir sind jetzt gegen, also Bodenangriffe können wir uns jetzt wieder treffen. Und Kamerupt mit den Erdkräften, das macht schon massiven Schaden, dank der Fähigkeit auch noch Ruhegewalt. Aber ich glaube trotzdem, dass eigentlich Surfer selbst Mega-Kamerupt one-shotten müsste. Gucken wir uns das Ganze mal an, ja? Könnte auf jeden Fall jetzt kritisch werden, weil ich mich mega entwickelt habe. Wir werden sehen. Und, wie sieht's aus? Surfer kommt, Surfer trifft. Nimmt Surfer Kamerupt raus. Es müsste eigentlich ein One-Shot sein. Ja, die Vierfachschwäche ist halt einfach viel zu brutal auf Kamerupt. Stellt euch mal vor, Kamerupt würde bei seiner Mega-Entwicklung den Feuertypen verlieren. Ja, da hätte zwar keinen Feuer-Snap mehr, klar. Aber dafür hätte es ein viel besseres Typing. Mono-Boden. Ja, wäre in Ordnung gewesen. Also ich hätte es eigentlich gar nicht mal so schlecht gefunden. Okay, großartig. Das war ein großartiger Kampf, junger Trainer. Du bist noch viel mehr. Du bist ein Held. Okay. Schön, dass du das jetzt auch mal einsiehst. Aber du wirst jetzt trotzdem Proto-Groudon aufwecken, oder? Marc, warten Sie, Sir. Oh, jetzt kommt's. Da ist Kalle. Hier ist noch mein Irrtum. Das Erwerben von Groudon bedeutet nicht den Beginn von etwas Neuem. Nein, das soll das genaue Gegenteil sein. Das Ende dieser Welt. Oh. Aber wir kennen natürlich alle Mark bzw. Asian dann in dieser Position. Den juckt es nicht. Der ist in seinem Wahn. Das Adrenalin stößt aus seinem Körper aus.
und erweckt eiskalt jetzt erstmal das Primal-Pokémon. Ja, je nach Edition dann halt Groudon bzw. Kyogre. Aber sieht die Animation denn nochmal aus? Okay, da ist sie. Die rote Kugel oder der rote Stein heißt er ja, glaube ich. Okay, da haben wir Groudon. Da haben wir Groudon, ja? Es hat aber noch nicht die Protomorphose vollzogen. Aber sieht so cool aus. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, jetzt kommt hier also die Protomorphose. Nee, noch nicht, okay. Aber es ist jetzt an der Oberfläche. Boah, sieht schon ziemlich geil aus, ne? Mit der Lava, die dann jetzt auch noch da war. Groudon zu Füßen liegt. Okay, alles klar. Groudon zieht also nach Xeneroville. Und überall, wo der marschiert, fließt erstmal in Lava. Das ist schon ziemlich krass. Also, sieht krass aus. Bisschen komisch, ungewohnt. Okay, und jetzt? Jetzt kommen hier die gemessenen Werte oder so, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe aber keine Ahnung mehr, wann Groudon jetzt genau die Protomorphose vollzieht. Ich glaube, das ist dann in Xeneroville, ne? In, wie hieß die Hühne nochmal? Die Höhle des Ursprungs heißt sie, ne? The Cave of Origin im Englischen. Ja, Xeneroville. Und wenn wir da in Xeneroville sind, dann können wir auch endlich den Überflieger benutzen. Oh, das wird so gut. Okay. Naja, Leute, bin ich auf der letzten Folge. Ich habe euch ja gefragt, was wäre euer Pick, wenn ihr in einer Liga wie der GPL teilnehmen würdet? Also erster Pick im Sinne von, welches Pokémon würdet ihr als erstes euer Team zulosen? Denn ihr wisst natürlich, jedes Pokémon kann im ganzen Draft nur einmal gepickt werden. Und wenn es vielleicht jemand anderes gepickt hat, dann seid ihr derjenige, der es halt nicht bekommt. So ist es mir zum Beispiel gestern gegangen. Ich habe in den ersten beiden Runden echt hart gelitten, weil ich wirklich heftig weggesniped worden bin. Mir war klar, dass Mosquito eigentlich nicht in der ersten Runde gepickt wird. Das war mir eigentlich relativ klar. Trotzdem fand ich es wirklich erstaunlich, dass... Ja, wie soll ich sagen? Mega Glurak X dann wieder gepickt worden ist. Und zwar relativ schnell, sonst hätte ich das in der zweiten Runde genommen. Aber es war dann, glaube ich, in der zweiten Runde auch schon wieder weg. Was ich ein bisschen blöd fand, aber... Naja... Kriege ich halt nicht mein Mega. Wobei, warte mal, ich glaube, Mega Glurak X war in der dritten Runde erst weg. Was erzähle ich da? Aber das war auch die Runde, wo ich dann Mega Glurak X nehmen wollte. Und das hat mich dann ein bisschen geärgert, aber egal. In der ersten Runde habe ich meinen Magianer nicht bekommen. Magianer ist halt ein ultra krasses Pokémon für die GPL. Ja, allein vom Typing her, von der Usage her, aber. Ja, das waren so die beiden Pokémon, die ich eigentlich hauptsächlich mit in mein Team einführen wollte. Oder mitführen wollte. Aber Mega Glurak X war dann auf einmal weg. Und, ach, vergessen wir das Ganze. Ja, es ist... Hat mich schon ein bisschen traurig gestimmt. Gerade wieder mit Mega Glock X. Ich wollte es letzte Season haben, ja. Und letzte Season, muss ich gestehen, da hat es mich sogar ein bisschen mehr geärgert, weil der Lukas hat es bekommen und er hat es dann irgendwie zwischendrin dann umgetauscht gegen Mega Glock Y. Sodass dann Parsi Mega Glock X hatte und ich denke mir dann nur so, ey, Alter, warum pickst du es denn dann so früh, wenn ich es haben wollte? Ah! Aber gut. Kann man nichts machen. Ich überlege gerade. Wir brauchen Superschutz, aber wo ist Superschutz? Da, okay. Wir müssen jetzt nach Xeneroville reisen. Meine Pokémon sind halt leider noch nicht ganz so frisch. Ich glaube, ich muss den Trainer dann hier auf den Weg gehen. Es sei denn, ich will hier echt hart kassieren. Wobei, den einen oder anderen Trainer haben wir auf der Route schon besiegt. So. Versuch dem aus dem Weg zu gehen. Oh! Ja, aus dem Weg zu gehen, ne? Man merkt's. So, auf nach Xeneroville. Hör auf, hier rumzulabern. Ja, ich weiß gar nicht, ob es in Xeneroville dann irgendwelche... Oh, warte mal, wir müssen ja hier runter. Ob es in Xeneroville dann noch irgendwelche anderen Sachen gibt, die wir erledigen können. Ich glaube, da kriegen wir noch ein paar TMs. Durchbruch oder so kriegen wir da, aber... Jo, an sich geht es da einfach in die Höhle des Ursprungs. Ich könnte Groudon im Let's Play benutzen. Ha! Nee, das werde ich natürlich nicht machen. Mit Groudon wäre das viel zu einfach. Gerade mit Proto-Groudon. Proto-Groudon ist super. Protokrodon ist so krass. Das ist zu Orach-Zeiten in jedem guten Uber-Team gewesen. Einfach weil es so sick war, ja.
Im VGC hat man in jedem Team Groudon gespielt, weil einfach Groudon top ist. Groudon hat einfach Kyogre mehr oder weniger zerstört. Man konnte halt immer so schöne Moves machen von wegen Kyogre des Gegners draußen. Ja, Poso Kyogre natürlich. Du wechselst in dein Groudon. Bam, Endland. Das heißt also, wenn Kyogre jetzt irgendeine Wasserattacke macht, in den meisten Fällen Fontaine oder sowas in der Art. Heute nett, ja. Endland negiert das Ganze natürlich. Okay. Auf geht's jetzt erstmal in die Höhle des Ursprungs. Wobei, können wir jetzt direkt in die Höhle des Ursprungs? Ich meine schon. Das ist die Arena, Arena Nummer 8, wo wir dann später auch noch antreten werden. Boah, diese Helligkeit. Ey, das sieht so gut aus. Mann, Oras hatten so viel Potenzial. Es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich, dass man da nicht so mehr draus gemacht hat. Naja, egal. Gehen wir mal hier runter. So. Da ist er. Arena-Leiter von Xenerobel, der gute alte Vasili. Und Vasili, was geht ab bei dir? Ich finde Vasili auch super stylisch, ja. Also wenn ich keine Waifu-Arena-Leiterin picken könnte, dann würde ich mich für Vasili entscheiden, weil Vasili halt echt ein dufter Kerl ist. Der Typ ist monobewusst, ja, der hat coole Pokémon. Und er spricht sehr elegant und eloquent. Boah, ich habe gestern ganz nebenbei König der Löwen geschaut. Ja, König der Löwen. Und mir war gar nicht bewusst, was so ein einfacher Animationsfilm für Emotionen in einem auslösen kann, ja? Was für Freude der einem erweckt hat, was für eine traurige Stimmung er da teilweise in einem verursacht hat. Das war schön, diesen Film nach langer Zeit mal wieder zu sehen, ja? Auch wenn er super, super traurig ist. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was ich erzählen soll. Ich finde gerade im Hintergrund die krasseste Story statt. Ich lese absolut gar nichts vor. Ich kriege jetzt, glaube ich, hier diesen Magma-Anzug. Das ist auch wieder etwas, was ich echt nice finde. Dass man mit diesem Magma-Anzug hier gleich ein tolles Abenteuer erleben wird in der Höhle des Ursprungs. Und deswegen gehen wir da einfach mal rein. So, haben wir den blauen Stein? Der rote Edelstein und der blaue Edelstein. Ich habe den blauen Edelstein, das weiß ich. Keine Ahnung, was davon starten geht. Ja, aber ich kann an dieser Stelle nur nochmal Werbung machen, Leute. Heute um 18 Uhr schaut im Livestream vorbei. Denn wir spielen mit einer besonderen Challenge, ja. Es geht um einen kleinen Einsatz. Und dieser Einsatz umfasst mehr oder weniger tatsächlich den Bart. Ja. Und worum es dann genau gehen wird, werde ich dann zu Anfang des Streams sagen. Deswegen schaut vorbei. Es wird kein langer Stream sein. Ich werde heute wirklich vielleicht nur so 2-3 Stunden machen, weil ich merke jetzt gerade schon, allein so ein Video ist schon recht anstrengend. Anstrengender als normalerweise. Einfach weil ich mich permanent auch auf die Nase konzentrieren muss, damit sie nicht zwischendurch so, ja, ich sag mal, voll läuft. Aber im Stream kriege ich das dann natürlich besser hin, weil ich im Stream dann auch einfach zwischendurch die Nase putzen kann. Ja. Hier so mitten im Video wäre mir das ein bisschen unangenehm. Ich weiß gar nicht warum, aber im Stream wäre mir das ein bisschen angenehmer. Wahrscheinlich, weil ich die Kamera dann zwischendurch einfach ausmachen kann. So, Höhle des Ursprungs, here we go. Ich werde, glaube ich, echt Groudon fangen. Wobei. Wisst ihr was? Ich werde Groudon einfach schonungslos niedermetzeln. Ja, wir werden Groudon einfach schonungslos niedermetzeln. Okay. Wie war das jetzt in dem Spiel? Kriegt man jetzt hier auch noch Kaskade? Da geht's nicht lang. Was gibt es hier? Jetzt mal ganz nebenbei. Das sind Steine, die ich nicht zertrümmern kann. Mit denen ich nicht mal reden kann. Das heißt, das sind wahrscheinlich Steine, die dann irgendwann später weggehen. Oder so? Wir werden es sehen. Okay, jedenfalls. Müsste es hier, glaube ich, irgendwo gleich Kaskade geben, wenn ich mich nicht irre. Oder? Bei den Originalspielen gab es hier in der Höhle des Ursprungs Kaskade. Und ich werde wahrscheinlich auch den Meisterball benutzen, ne? Auf Groudon. Also ganz nebenbei. Okay. Okay, ich warte. Wo gibt es Kaskade hier in diesem Ort? Vielleicht gab es das sogar da in diesem kleinen... Ne, das ist kein Durchgang. Okay. In dieser Höhle gibt es... Flunkkäfer kann ich hier fangen. Okay, ich kann hier in dieser Höhle Flunkkäfer fangen, sehe ich gerade. Zubat hatten wir ja schon. Ich kann hier Flunkkäfer fangen. Okay, das heißt, wir werden Groudon auf jeden Fall niedermetzeln. Weil ich Flunkkäfer will. So, jetzt kommt der Teil. Jetzt kommt der Teil, den ich richtig, richtig episch finde.
Wir ziehen uns jetzt nämlich diesen Magma-Anzug an. Oder? Ja. Und jetzt können wir in diesem Magma-Anzug durch die Lava durchmarschieren. Und ich finde das echt krass, dass sich der Protagonist traut. Weil ich würde mich das selbst in diesem Anzug wahrscheinlich nicht trauen. Weil ich diesem Anzug nicht trauen würde. Stellt euch mal vor, da ist irgendwo ein Leck drin. Und dann läuft das da auf einmal rein oder so. Fände ich viel zu krass. Okay, was geht hier jetzt ab? Oh, da ist Groudon. Jetzt können wir auf Groudons Rücken hier... Ach, wir reiten auf Groudons Rücken. Ja, wir stehen gerade direkt vor Groudon. Okay, die Verbindung bricht ab, deswegen auch mal. Gleich wie in so einem düsteren Science-Fiction-Horrorfilm. Alien oder so. Alien, guter Film, ganz nebenbei, ne? Kann ich jedem nur empfehlen. Gerade weil jetzt im Mai, glaube ich, der nächste Alien-Film rauskommt. Der neue. Und das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus, ne? Jetzt mal Hand aufs Herz. Hier oben noch mit der Asche oder was das ist, die dann so da rumläuft. Boah, das sieht schon echt geil aus. Kann man sagen, was man will. Okay. Und jetzt sind wir... Oh, jetzt sind wir im Kern. Jetzt sind wir im Kern. Und der Kern, der sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Und das ist, glaube ich, auch der Ort, an dem wir echt jetzt... Ja, klar! Du gehst hier aus deinem Anzug raus, ne? Wo du im Kern bist, mein Freund. Egal. Wie wollen wir dieses Groudon zerstören? Boah, ich habe Angst. Ich glaube, notfalls muss ich vielleicht echt so einen Fangversuch bei Groudon unternehmen, weil Groudon einfach unser Team zerstören könnte. Und da gibt es auch noch die Bangalok-Regeln, die darf ich auch nicht vergessen. Okay. Groudon vollzieht jetzt die Protomorphose. Und jetzt wird's gefährlich, ja? Jetzt wird's echt gefährlich. Notfalls könnte ich natürlich den Meisterfall benutzen in einer brenzligen Situation, aber dann würde mir mein Fangversuch für Flunkkeeper hier entgehen. Und ich möchte ja eigentlich ja Flunkkeeper haben. Und ich werde wahrscheinlich auch Flunkkeeper dann fangen. Aber trotzdem. Also Flunkkeeper würde uns den Stahl- und den Feentypen geben. Das wäre super. Okay, here we go. Groudon. Primal Groudon, Proto Groudon. Und unfassbar starkes Pokémon. Eins der stärksten Pokémon überhaupt. Und in Shiny, eins der coolsten Shinies überhaupt, ja. Und es ist nämlich schwarz. Schwarz-Gold, würde ich sagen. Okay, here we go. Und das zu resetten auf DVs ist echt ätzend, weil man sich dann jedes Mal aufs Neue diese Transformationsanimation angucken möchte. Okay, hier kommt Entland. Und Entland ist, wie gesagt, eine Fähigkeit, die es echt in sich hat. So, wir kriegen Motor raus, das ist wichtig. Aber Groudon hat natürlich auch eine vierfache Bodenschwäche. Ich darf nicht in die Mega-Entwicklung gehen. Da würde es auf einmal... Ja, es würde uns auf einmal mit den Bodenangriffen treffen. Das will ich nicht. Deswegen, Erdbeben, here we go. Guckt euch das an. Das ist eine vierfach effektive... Okay. Nochmal Erdbeben. Groudon setzt Erholung. Oh, es kam auch noch Erholung. Oh, what is going on here? Okay. Sehen wir das Ganze positiv. Groudon schläft jetzt erstmal zwei Runden fix. Ne? Ich glaube, es kann nicht Schlafrede. Wenn es jetzt Schlafrede könnte, dann... Okay. Wir müssen versuchen, diese Groudon Institute kehren. Das heißt, wir machen jetzt die Mega-Entwicklung. Unsere eigene. Bam! Mega Gyarados, enttäusch mich nicht. Ja? Hast jetzt halt den Bonus in deinem Angriff. Und deswegen hau doch mal bitte dieses Groudon kaputt. Ich meine, es ist nicht vielfach effektiv. Sorry, es ist nur effektiv gegen den Feuertypen. Mein Fehler. Es ist natürlich nur normal effektiv. Sorry. Das ist ein Crit gewesen. Sehr gut. Und das ist jetzt... Ja, jetzt kriegen wir den Core auf diesen Groudon hin. Er schläft tief und fest. Easy. Wobei. Groudon ist ein Fix-Encounter. Eigentlich ist Groudon nicht mein Fangversuch. Auch wenn das jetzt das erste Pokémon ist, was mir hier begegnet. Aber es ist ein Fix-Encounter. Das ist halt. Schwierig. Ich meine, wenn ich Groudon gehabt hätte, ich hätte es eh nicht benutzt. Deswegen. Ja, nee. Ich kann Groudon jetzt auf jeden Fall nicht als Encounter zählen. Das ist doof. Ich meine. Strenger müsste ich als Encounter jetzt, glaube ich, zählen, oder? Oder?
Aber ich hätte halt Flunkiefer vorher fahren können. Aber dann hätte ich nicht so viel Progress in diesem Part gemacht. Ich wollte heute unbedingt noch hier Groudon irgendwie fangen. Ah, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, es ist ungeschickt gemacht. Normalerweise hätte ich vorher Flunkiefer fangen müssen und dann müsste ich erst in den Kampf mit Groudon gehen. Aber wie rum ich es jetzt letzten Endes mache, ist, glaube ich, eh egal. Da ich Groudon sowieso nicht benutzt hätte, streng genommen wäre es ein Fail. Aber ganz ehrlich, nee. Es gab schon so viele Fails in diesem Projekt. Und oh, da liegt ein Megastein da hinten unten links. Den sieht man das erste Mal, glaube ich, hier. Oder spätestens hier. Und noch eine schöne Animation. Ja. Schöne Animationen, die dürfen natürlich nicht fehlen. Da haben wir sie. Ah, Heiko. Was geht bei ab bei dir? Du kleiner Grünschopf. Ich wollte auch noch so eine kleine GPL-Team-Analyse machen. Die sollte eigentlich heute kommen. Ich habe da echt auch keine Lust für. Nicht in dem Zustand, Leute. Sorry. Was ist das jetzt eigentlich, was da runterfällt? Irgendwas, was leuchtet. Warum gucken die so grimmig? Warum guckt ihr so grimmig? Seid doch mal ein bisschen glücklich. Ich habe die Welt gerettet. Ja, Team Aqua und Team Magma vereint. Jördes ist auch am Start. Und natürlich Person XY, die wir nicht kennen. Aber es ist Amalia. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall. Das ist Amalia. Ja. Die hat uns ja schon im Blütenburgwald hat die uns ja schon beobachtet. So, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Ein kleiner Storypart. Heute ging relativ wenig. Wir haben gegen Mark gekämpft. Wir haben Groudon geklatscht. Ich glaube, ohne Gyarados hätte Groudon eher uns geklatscht oder zumindest ein paar Pokémon mitgenommen. Es sei denn, wir hätten es gefangen. Aber ich weiß nicht. Ich kann. Es ist jetzt schwer. Darf ich mir jetzt in der Hülle noch was fangen? Oder darf ich mir in der Hülle nichts mehr fangen? Das ist halt echt ungeschickt. Das Problem ist, es gibt ein einziges, richtig, richtig, richtig dickes Problem gerade. Und zwar kann man jetzt sagen, dass ich mir so eine Chance offen gehalten habe, dass ich direkt in den Kampf ging. Weil wenn es eng geworden wäre, hätte ich natürlich den Meisterball schmeißen können und dann hätte ich meine Pokémon gerettet. Aber den Move hätte ich nicht machen können, wenn ich vorher Flunkiefer gefangen hätte. Das heißt also eigentlich, streng genommen, ach, keine Ahnung, macht was ihr wollt. Mir ist es komplett wurscht, ob ihr jetzt könnt mir in die Kommentare schreiben, ob das jetzt in Ordnung geht oder nicht. Dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge noch fix Flunkiefer fangen. Flunkiefer passt halt sehr gut ins Team. Wir haben den Flunkiefer-Nieten, das heißt also, wir könnten mega Flunkiefer spielen. Krass. Das ist ja mal echt cool. Wir könnten tatsächlich in der Nuzlocke-Challenge mega Flunkiefer spielen. Ja, ja. Und wir halten die Aeon-Flöte und mit der Aeon-Flöte können wir jetzt an die wundersamen Orte und auch an den wundersamen Orten gibt es auch tolle Pokémon, okay? Das heißt also, die nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich unser Team mal wieder ein bisschen umstrukturieren und es wird Zeit, dass wir unser Team umstrukturieren. Denk, Pikachu war unser letzter Verlust, seitdem haben wir keinen Verlust mehr hingenommen. Unser Team ist seitdem, ja, nicht wirklich stärker geworden. Wir haben ein paar Fangchancen gehabt, aber es sind halt nicht die Pokémon gekommen, die wir haben wollten. Deswegen werden die nächsten Folgen wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Deswegen, Leute. Das ist es, glaube ich, jetzt gewesen mit der heutigen Folge von Pokémon Omega Rubin, der Bangalore Challenge. Deswegen sage ich an dieser Stelle mal danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Oder, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich sehr freuen und supporten. Und dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Bleibt schön fruchtig und ciao, euer Rie.